Brandenburgs Boden ist voller Geheimnisse. Doch manchmal gibt er etwas frei, was andere verloren haben. Einen Schatz zum Beispiel. Sieghard Wolter sucht nach Schätzen, nach Vergangenem. Suchen ist sein Ding. Ich kann mich erinnern, schon als Kind wollte ich immer neue Gebiete entdecken. Gleichzeitig ist ja so, dass man nicht nur schöne Landschaften entdeckt, sondern auch unsere Vergangenheit findet. Wenn man auf dem Fundplatz unterwegs ist, man hat Sachen plötzlich in den Fingern, die vor 2000 Jahren verloren wurden. Man ist der Erste, der das wieder in den Händen hält. Das ist unbeschreiblich. Na, eigentlich fängt jetzt die Saison an, November, und die endet im April, Ende April. Also Mai noch und dann ist vorbei. Dann kann man segeln gehen. Jetzt im Winter machen die Bauern Pause. Der feuchte Boden leitet gut, das bringt klare Signale. Und so kann man Schätze finden. Wolters größter Fund, 3000 Silbermünzen. Verbuddelt gar nicht weit von hier. Dafür braucht man Glück und das richtige Näschen. Überall so eine verbrannten Keramikstücke, Klumpen mit schwarzer Färbung. Und man sieht ja, dass hier Holz drin war. Und das sind die Seitenwände von einem Haus, was verbrannt ist. Wenn es heiß wird, dann war es eine Lehmhütte oder so mit Holzstaken. Dann ist das ja wie Keramik, was denn gebrannt wird, wenn es brennt. Und dann bleibt es auch so liegen. Und letztendlich muss ja hier irgendein Gebäude gestanden haben. Aber wann es abgebrannt ist, keine Ahnung. Ich meine, wenn das Haus abgebrannt ist, irgendwas gab es ja vielleicht in dem Haus auch, was man finden könnte. Ja. Vor Jahren hatte ich ja hier an der Stelle einen ganzen zusammengeschmolzenen Klumpen Münzen mal gefunden. Kann natürlich sein, dass die im Haus lagen und mit verbrannt sind damals und zusammengeschmolzen sind. Aber vom Landesamt habe ich auch nie eine Auswertung gekriegt. Das ist dann im Depot verschwunden sozusagen. Ja, das ist ein Knopf. Hat ein Bauer verloren. Wenn er sucht, macht er das legal. Im Auftrag des Brandenburger Bodendenkmalamts. Jetzt muss ich erstmal meine Zettel finden. Da haben wir sogenannte Fundzettel. Kommen hier die Koordinaten denn rein, wer das gefunden hat. Die Lage des abgebrannten Hauses wird mit GPS eingemessen. Und alle wichtigen Funde werden eingesammelt. So. Gegenstand, Hüttenlehm. Alles geht dann ins Depot, ins Landesamt. Hier, wo der Boden dunkel ist, stand einmal eine slawische Siedlung. Hübsch am See, mit Häusern, Feuerstellen und Menschen. Bei sich zu Hause zeigt uns Sieghard Wolter, was die letzten Wochen so erbrachten. Die Kiste hier ist jetzt aus dem Sommer von eben Fundplatz, und zwar von Brilo. Wo der Spargelacker war, da bin ich nur durchgelaufen, habe erstmal Fundmaterial eingesammelt. Und das hat nicht lange gedauert, sagen wir 3-4 Stunden, da war die Kiste voll. Weil ja alles offen rumliegt. Aber das ist hier ein Fundplatz, da kommt immer sehr wenig, aber wenn was kommt, kommt immer was Besonderes. Und zwar ist das eine Stachelscheibe, nennt sich das. Das ist so eine Art Kette von einer Frau, also ziemlich groß. Spiralen waren das und da hingen dann diese Stachelscheiben dran. Und dann findet man dann ab und an mal so eine Fibel oder hier römische Münzen, waren ja bei den Germanen sehr verbreitet. Schöne Teile. Ganz interessant finde ich ja das. Hier ist ein Kruzifix, also eine Darstellung von Jesus Christus am Kreuz. Also klar geht die Siedlung bis ins Mittelalter, aber da ist ja wahrscheinlich schon der Wechsel vollzogen zum Christentum.
ist eigentlich das Einzige, was ich da gefunden habe, was auf das Christentum hindeutet. Jedes Stück eine Geschichte. Götz an der Havel im Sommer 2015. Einen nach oben. Eine Nachgrabung. Wir sind alle ehrenamtlich hier. Bis auf Tobias, der ist im Studium. An dieser Stelle entdeckte Sieghard Wolter seinen großen Münzschatz. Nun wird die Erde nochmal gründlich abgesucht. Ja, wo der Schatz kam, wurde in dem Bereich. Und kurioserweise, im Befund sieht man überhaupt nichts. Der muss sozusagen im Boden vergraben gewesen sein. Und man hat nicht mal eine Senke oder eine Grube hier. Ja? Wenn man Ehrenamtlicher für das Bodendenkmalamt wird, dann wird man gleich belehrt, dass die Funde dem Land gehören. Und Finderlohn gibt es nicht. Und da braucht man nicht nachdenken. Das ist ja unser Kulturgut. Wenn das verschwindet oder verkauft wird, ist es ja schade drum. Ja? Und die Resonanz war ja auch ziemlich groß. Die Numismatiker und alle möglichen Leute haben mich dafür interessiert, aus geschichtlichem Interesse. Über den Wert möchte ich nicht nachdenken. Da gibt es wahrscheinlich also 100.000 bis 300.000, ich weiß es nicht, das ist Spekulation. Und das ging eigentlich Schlag auf Schlag. Ich war um 11 Uhr da, die Sonne kam raus, es war angenehm. Und dann habe ich eine Münze nach der anderen gefunden. Hatte eine ziemlich große Münzstreuung, dann bin ich runter in die Niederung und hatte dann ein großes Signal und habe ja den Topf dann gehabt. Und um 14 Uhr hatte ich den im Rucksack, bin nach Hause gefahren und habe ja erstmal Münzen gewaschen. Das war ja alles schlammig. Ja. Sag mal, in dem Schnitt kann ich hier rumwühlen? Ja. Noch immer. Auch am letzten Tag der Grabung finden sich Denare. So heißen diese Silbermünzen. Da ist er, der Markgraf. Und hinten Brandenburg. Also hier in riesigen Mengen haben wir also hier Münzen. Ja, die sind alle einzeln eingemessen. Das sieht also so aus. Das sind häufig, wie man hier sehen kann, solche Münzhälften. Ja. Die haben das Kleingeld praktisch nochmal gehälftelt, damit sie eben noch feiner beim Verhandeln sich austauschen konnten. Das sind alles Brandenburger Denare zwischen 1250 und 1270. Ganz wenige andere Prägungen von Magdeburg und aus Pommern sind dabei. Aber wirklich die Masse ist hier auch sogar in Brandenburg geprägt worden. Ne? Also im Ort steht sehr häufig Brandenburg drauf. Die Archäologie startete als Laienwissenschaft. Troja-Entdecker Heinrich Schliemann war ein Laie. Man muss es einfach wollen. In Brandenburg gibt es heute 130 ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger. Sie bekommen kein Geld. Selbst ihr Suchgerät müssen sie selbst bezahlen. Aber sie haben die Lizenz zum Graben. Leider haben die Wassersportler immer ihren Müll hier vergraben. Dann kommt viel raus. Neben 1000 Jahre alten Siedlungsschutt kommt ein neuzeitlicher Büchsenkram. Ja, eine Leberwurstbüchse. Das ist natürlich ein schönes Signal. Bei den Suchgeräten ist man schnell 1000 Euro los. Ja, hier kommen die ganzen Feuerstellen. Doch auch das beste Suchgerät garantiert noch lange keinen Fund. Ja, es ist eine Welt für sich. Also wie mit allem. Ja, also Suchgeräte ist nicht gleich Suchgerät. Ja. Aber man muss sich auch selber mit einfuchsen. Man kann sich ein gutes Suchgerät kaufen, aber findet nichts. Ich kenne ja viele, die hatten das beste Gerät und haben nichts gefunden. Weil sie einfach die Spür für den Fundplatz nicht hatten. Oder man muss auch den Acker lesen können. Oder wissen, wo was liegt, wo was passiert ist. Ja. Das ist ja genauso wichtig. Leider wissen das auch einige illegale Schatzsucher. Überall stoßen die Helfer des Landesamtes auf Spuren ihrer Grabungen. Dann wird das Landesamt aktiv. Wie auch hier, bei einer Grabung in der Uckermark. Ein paar Löcher verrieten, dass die illegale Konkurrenz hier war. Nun wird im großen Stil gebuddelt. Am Burghügel von Sternhagen. Wir bleiben hier auf dem gewachsenen Boden, dann auf dem weißen Sand. Und bis zu dem hier mal runter.
Und wenn wir da durch sind, wissen wir, wie das Niveau der alten Burg war. Aha. So ist der Plan. Also das ist ja hier der schwarze Boden, ist ja die Siedlungsschicht. Mhm. Und wenn wir im weißen Sand sind, sind wir am Ende der Siedlungsschicht. So. Wenn wir Glück haben, haben wir noch so eine viereckige Gruben. Und dann waren dann irgendwelche Sachen, irgendwelche Herde oder irgendwelche Einbauten oder Müllgruben. Und das ist immer das Spannendste. Müllwühlen. Ja, da können die schönen Sachen drin getroffen worden sind. Es ist nämlich hier so ein sichelförmiger Hügel, der das Ende einer Halbinsel einnimmt, die ehemals eigentlich fast von drei Seiten komplett vom Sternhagener See umgeben war. Also das ist eine sozusagen natürliche Verteidigungsposition. Und diesen Hügel, der also insgesamt vielleicht 300 Meter Durchmesser hat, den hat man im Zentrum dann durch die Anlage eines kreisförmigen Grabens wirklich zu einer Hügelburg ausgebaut. Eine Hügelburg, die heftig umkämpft war. Davon zeugen Armbrustbolzen, Messer, Gürtelschnallen. Es waren wilde Zeiten, schon damals, in der Uckermark. Ein Stück Angel fehlt, aber die Spitze ist so. Die war dann in etwa mit Griff so lang. Ja, das Schönste ist das hier. Wenn der denn eingeschlagen ist in der Erde, ist das Holz vergangen und der Rest ist drin geblieben. Und die Abschussrichtung, also die Pfeilrichtung, die waren alle so. Und also haben sie von der Seite ausgeschossen. Sammler zahlen auch für Armbrustbolzen Geld. Aber hier geht es nicht um Reichtum, sondern um den Ort und seine Geschichte. Und dass man sie versteht. Jeder Fund, den man macht, kann erzählen. Jeder Fund, der illegal entwendet wird, schweigt für immer. Die Militarier hier sind schon wichtig, finde ich. Also gerade die Armbrustbolzen, um was zum Niedergang der Burg vielleicht sagen zu können. Münzen lassen sich immer ganz gut zeitlich bestimmen. Genau. Die sind immer wichtig, wann hat die Burg existiert. Immer zeitliche Abgrenzung, die erste Münze, wann wurde sie geprägt. Oder vom Datum her, die jüngste und die älteste Münze sind dann immer relativ wichtig, die man im Grabungsschnitt dann findet. Und dann sind es diese Alltagsgegenstände, die auf der Burg verwendet werden. Messer und Gürtelschnallen, persönliche Devotionalien, sowas alles. Ne? Also da kommt halt eine ganze Menge zusammen. Und umso höher die Ausstattung ist oder wenn es dann eben, wie wir hier haben, viele Sachen sind schon vergoldet, dann kann man davon ausgehen, dass es dann schon eine höher gestellte Burg eben auch war. Die Archäologen, ich glaube, die haben den noch härteren Job. Wir suchen, haben Spaß, das ist ja unsere Leidenschaft. Die Jungs und Mädels, die müssen hier von morgens bis abends auf den Knien graben, kratzen, Sand rausschütten, das ist schon bewundernswert. Bei der Feldbegehung mit Sonne, da bist du fix und alle zum Feierabend. Dann hast du etliche Kilometer geschrubbt, überall Buddellöcher hinterlassen. Und da natürlich wieder zugemacht. Ja, aber aber jeder Fund spornt halt auch an, weiterzumachen. Also man findet auch irgendwo kein Ende und die Dunkelheit schlägt dann im Prinzip das Ende entgegen. Also man will halt auch immer noch dann versuchen, den Fund des Tages zu toppen dann immer. Gelegenheit dazu gibt es am nächsten Tag. Nicht am Ringwall, sondern bei Prenzlau auf einem Acker. Und dann schön nach Schermen kicken. Irgendwo hier wurde 1901 Brandenburgs größter Silberhort gefunden. Drei Töpfe mit Münzen und Schmuck. Doch die Freude währte kurz. Denn bald wurde der ganze Schatz aus dem Museum Prenzlau gestohlen. Kaum am Ort macht Sikard Wolter eine glänzende Entdeckung. Das sieht ja richtig arabisch aus, würde ich fast behaupten. So was wie ein Dirham oder so. Dirham sind ja arabische Münzen, die durch die Wikinger in den Ostseeraum gekommen sind und dann durch die Slawen hierher gekommen sind. Ah. Und auch die anderen werden fündig. Unzweifelhaft ein Stück aus dem Schatzhort. Zagtes Stück Silber, Schmuck oder vielleicht war es einfach nur ein Silberbarren. Ah. Vielleicht war das mal. Entweder war das Rohmaterial, Silber zur Verarbeitung oder vielleicht irgendwie schon ein Stück vom Armreif oder schwer zu sagen. Also einmessen.
Und die Analysen gehen weiter. Otto Adelheid, Pfennig. Ja, frühdeutsche Münzen, ne? Oh. Die passen tippi. Tabaksilber. Ja. Und da passt alle tippitoppi da mit drin. Ja, die haben ja die Münze oft zerschnitten, als Wechselgeld. Ja. Und die Schnalle passt auch genau in die Zeit. Spätslawisch müsste die sein. Am Signal erkennen die Schatzsucher bereits, was es sein könnte. Buntmetall oder doch nur Eisen? Meistens gilt buddeln, bücken, umsonst. Hier aber, bei Prenzlau, hat sich das Suchen voll gelohnt. Glück muss man haben als Schatzsucher. Und Geduld. Per Moped naht die frohe Botschaft. Ja, hallo. Ist erfolgreich gewesen. Oh, das klingt ja ausgezeichnet. Ich komme sofort. Viele der Schatzsucher betreuen ein eigenes Gebiet. Hier in der Nordwestuckermark ist André Kassube zuständig. Ausgezeichnet. Alle in einem Bereich gefunden, ja? Ja. Ja, so ein wunderbarer Diamant. Noch fast ganz. Warte mal, der ist, glaube ich, doch. Das dürfte sogar ein früher sein, aus dem 9. Jahrhundert. Ein bisschen abgehackt, ne? Aber es passt natürlich gut zu dem Schatz. Also das ist großartig, weil da waren auch schon alte Münzen, ich glaube sogar noch aus dem 8. Jahrhundert waren dabei. Nach der Erfahrung, die ich jetzt schon habe, also mit dieser sehr engen Schrift da drauf, ist es, glaube ich, ein relativ früher, ja, also ins 9. Jahrhundert gehören könnte. Ja, aber das kann man ganz genau natürlich zuordnen, dass der eben, ja, ob der aus Bagdad oder Isfahan oder ähnliches ist, ist natürlich faszinierend. Aber der war zu der Zeit schon Altmaterial und eben aus dem Schatz gibt es schon eine ganze Anzahl von solchen arabischen Münzen. Also das passt sehr gut. Ja, und das hier wäre auch, ist also älterer Typ, also so groß wie der ist. Der gehört sicherlich auch da ins späte 10. Jahrhundert und passt sicher dazu. Also es ist ein perfekter Fund. Was ist das für eine? Hinten ist die Holzkirche drauf. Ja, da die Kirche, ne? Und hier ist die Odo. Kreuz. Ja, ist doch ein Otto Adelheid. Otto Adelheid, ist doch ausgezeichnet. Also kann man nur gratulieren, das würde ich sagen. Das ist natürlich wirklich enttäuschend. Ist doch nicht so schlechtes Silber, ne? Einige sind sehr gute Silber. Gehen eigentlich noch Substanz, warum manche so. Bei größeren Untersuchungen treffen sie sich. Aber meistens ist die Schatzsuche ein einsames Geschäft. Es geht ja um Geheimnisse. Doch die Suche nach Metall ist fast ein Volkssport geworden. Daher veranstaltet das Landesamt für Denkmalpflege Lehrgänge, um die künftigen Bodendenkmalpfleger einzunorden und klüger zu machen. Also die Verzierung sehen Sie jetzt. Ganz genau. Man sieht an der Verzierung, dass die so einen kleinen, so eine Art Pinsel hatten, so ein Hölzchen mit verschiedenen. Deswegen nennt man das wie ein Kamm. Kammstrichverzierung nennt man das. Ist das Mittelalter? Nein, das glaube ich nicht. Das würde ich für älter halten. Also da würde ich denken, dass das in die Bronzezeit gehört. So was nennt man Hühnergott. Ein Feuerstein. Für mich sieht es natürlich aus. Wir haben vor 5 Jahren einfach unsere Politik gedreht. Wir gehen auf diese Leute zu. Wir sagen denen, hey, wenn ihr das machen wollt, macht's doch legal, macht's für uns. Und siehe da, auf einmal haben wir eine Schar von legalen Metalldetektorgängern, die uns unglaubliche Funde bringen, die wir vorher überhaupt nicht kannten. Wir haben allein aus den letzten 3-4 Jahren, ich glaube, ein Dutzend Münzschatzfunde, die wir sonst nicht hätten. Und das befeuert nochmal so diese Attraktivität dieser Tätigkeit, seit wir eben diese Leute nicht ablocken und in die Illegalität quasi abdrängen, sondern indem wir die zu uns holen. Ein unheimlich hohes Aufkommen in der Untersuchungsfläche, eben halt an Jagdmunition. Jeder der Ehrenamtlichen kann später ein bestimmtes Gebiet im Land betreuen, wenn er oder sie die Prüfung besteht. Frank Slawinski ist zuständig im Oderbruch. Er hat einen besonderen Fundplatz ausgespäht, an dem sich früher ein Handelsplatz befunden haben könnte.
Mit einem aus Granitsteinen gefertigten Anleger? Granit, der hier im Gebiet eigentlich gar nicht vorkommt. Also die Steine müssen von woanders hergebracht worden sein. Eindeutig ist zu erkennen, dass zwischen diesen Granitsteinen unter Wasser im Schlamm slawische Scherben zu finden sind. Also es deutet darauf hin, der Granit muss schon so lange da liegen, sonst wären ja die Scherben unten drunter. Byzantinische Halbkugelgewichte, Fibeln aus der römischen Kaiserzeit, aus der Slawenzeit, ein römischer Silberdinar kam, da kamen römische Gürtelschnallen und sowas alles. Und jetzt wollen wir eigentlich mal feststellen, aus welcher Zeitstellung ist diese Siedlungsfläche. Der See von Niederjesar. Er hatte früher über ein Vlies einen Zugang zur Oder. Vielleicht waren die Wikinger hier. Haben Sie vielleicht etwas liegen lassen? Und wieder haben Sie Glück. Der erste Fund. Ein Halbkugelgewicht aus Bronze. Wo die sind, kann auch Silber liegen. Denn hier wurde gehandelt. Auf diesem flachen Teil ist eine Markierung und eine Stempelung drauf. Da kann man wahrscheinlich herschließen, wie dieses Gewicht gewesen ist. Also ja. das ist außen ein Bronzemantel und innen Mitte ist ein Eisenkern. Deswegen blüht er so ein bisschen auf. Die wurden von den Slawen benutzt mit so einer Klappwaage, wenn die ihre Geschäfte gemacht haben. Also wenn gegen Silber aufgewogen, dann wurden die als Gegengewicht dafür genommen. Sag mir mal an. Du bist gut, ich ohne Brille. 0,33. Das wissen wir schon. So, 04 62 9 8 2. Ist ja eh alles ETAS. Supi. Okay. Schöner Fund. Freut mich. Das geht ja gut los. Ja, na, ich würde mir auf Gürtelteil schließen. Ja, würde auch sagen römisch, in die römische Richtung. Sehr gut. Na, supi. Das ist ja echt ein heißer Platz hier, ey. Ja. Das ist slawisch, André. Irgendwas vom Gürtelhaken oder so. Hier ist ja noch die Öse, wo es mal befestigt war. Hattest du doch schon mal so ein Ding. Aber besser, viel schöner. Naja, für den Boden ist es schon aller Achtung. Danke. Eintüten und einmessen, ja. Mach ich. Das ist eindeutig eine Wikinger-Fibel. Jetzt müssen wir bloß klären, deswegen sind wir heute hier. Haben die Wikinger nur Kontakt hierhin gehabt oder ist das nur mitgebrachte Teil, auch was, man hat ja auch Buntmetall wiederverwendet. Also dass man das als Material bloß mitgebracht habe. Oder waren die Handelsbeziehungen da gewesen? Aber wir sehen eindeutig den Zusammenhang. Nee, aber von der Geografie her ist das durchaus möglich. Ja, die Wikinger waren auch in dem Gebiet, weil durch die Oder und so weiter war ja das gegeben gewesen. Und ja, wenn wir die Flussverbindung über das Vlies hierher haben, also kann das schon. Und daraufhin ist das eigentlich jetzt alles gekommen, dass wir das jetzt hier so intensiv untersuchen. Hier haben wir einen slawischen Schläfenring. Die haben die slawischen Frauen als Schmuck. Die haben so eine Lederbänder um Kopf gehabt. Da waren so eine Löcher drin und da hingen die dran. Die haben sich die nicht an die Ohren gehangen, sondern die gab es in allen Größen und Varianten. Die ist ja relativ stabil. Das ist 6 mm im Durchmesser, ist richtig massiv Silber. Wir haben hier eine Publikation aus einer Fachzeitschrift und da ist diese Wikinger-Fibel beschrieben. Und das ist der Fund von hier, von diesem Fundplatz. Von hier? Genau. Und wenn man die beiden Fibeln miteinander vergleicht, dann ähneln die sich natürlich unwahrscheinlich. Und die sagte, ich glaube, das ist die zweite Fibel in Deutschland, oder die gefunden wurde. Einer meiner neuesten Funde, was noch nicht publiziert ist. Der Bischof von Lebus. Ja, wir wollen uns mal nicht so weit rauslehnen. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir in die Richtung kommen. Und ich habe hier mal versucht aus dem Internet Vergleichsstücke, was jetzt auf den deutschen Ritterorden hindeutet. Und man sieht also, die ähneln sich von der Sache her doch sehr. Zwar nicht genau, aber von der Struktur, von der Machart mit diesem Schild und so weiter. Diese wurde eindeutig bestimmt, bei der sind wir uns noch nicht ganz sicher. Die Person, die abgebildet, deutet auf einen Bischof hin. Und das haben Sie auch bei einem Sondengang entdeckt? Ja, ja. Auf einem Acker? Oder? Ja, ja, auf dem Weg hierher an diesem Vlies lang, weil diese Verbindung mit dem Vlies und Handelswege, da muss man sich so ein bisschen dran halten und dann kann man so eine Funde machen. Das Siegel ist nicht der einzige spektakuläre Fund von Frank Slawinski. Einen Bronzeschatz hat er gehoben. Und Ende 2015 fand er auch einen Silberschatz bei Lebus.
Es war ein Gefäß, ja, ein Keramiktopf. Der Hauptteil der Münzen war noch in diesem Gefäß drin und die waren sogar noch in Leinen eingewickelt. Also hat man nach fast 1000 Jahren oder 1000 Jahren sogar noch den Leinenstoff erkannt, wo die Münzen eingewickelt waren. Der war oberhalb aber zerstört, der Topf. Dadurch hat wahrscheinlich auch die Ortung so gut gefunden, weil ein Teil der Silbermünzen lag dann auf der Fläche verstreut. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sowas merkt? Wow. Das ist dann immer so, was eigentlich vorwärts treibt allen mit der Sonne, dass man dann irgendwann mal den Fund hat, wo man sagt, top, ja, also den findet man nicht nochmal. Wer weiß schon, was der Boden noch verbirgt. An allen Ufern haben sie gesiedelt, doch Münzschätze sind rar gesät. Da darf man sich nichts vormachen. Wenn so viel Reichtum an dem Ort war, wie ein Münzschatz, dann war das schon was Besonderes. Aber an so einer normalen Dorfstelle würde ich sowas auch nicht unbedingt erwarten. Die Menschen mussten sich ja aus der Natur ernähren. Das war ein hartes Leben. Die hatten ja keine Möglichkeit, so viel Reichtümer anzuhäufen. Funde wandern nach Zossen ins Depot des Landesamtes. So, hier haben wir den Karton von Le Bus. Hier ist der Topf, das Münzgefäß. Und hier sind natürlich nur ein kleiner Teil der Fundmünzen drin. Und da sieht man diese Wendenpfennige oder Randpfennige, wie man heute sagt, mit diesem auffälligen breiten Rand außenrum, von denen über 2000 in dem Gefäß ja drin gewesen sind. Das macht einerseits die Technik möglich und andererseits einen Paradigmenwechsel in unserem Umgehen mit den Leuten. Wir gehen jetzt auf die Leute zu, sagen, kommt zu uns, ihr braucht nicht kriminell zu sein, denn die Leute wollen in der Regel auch nicht kriminell sein. Was die brauchen, ist Anerkennung von Fachleuten, dass die sehen, ihre Hobbyarbeit wird ernst genommen, bringt wichtige Erkenntnisse und auf einmal läuft die Sache. Das sehen wir ja jetzt seit 5 Jahren machen wir das so. Ne? Vorher haben wir diese Dinge nicht zu Gesicht bekommen. Ich möchte nicht wissen, was uns da entgangen ist. Vor allem an Erkenntnissen. Letztlich spielt der Materialwert beim Schatzsuchen gar keine Rolle. Es geht um etwas anderes. Da ist noch mehr. Da ist irgendwas Übernatürliches fast. Das ist wie eine Zeitreise, würde ich behaupten. Man geht zurück in zum Beispiel eine slawische Dorfstelle. Man sieht die Feuerstellen, man sieht Häuserreste oder Hüttenlebenreste. Denn auf einmal wird klar, wie haben die Menschen hier gelebt? Was hatten sie zwischen den Fingern? Was haben die gearbeitet? Wie waren die Lebensumstände? Und plötzlich verbindet man sich mit diesen Menschen, die da gelebt haben. Kann man nicht beschreiben. Das ist irgendwie so ein Gefühl, was man erleben muss, was man selber so wie so eine Andacht fast. Also hat mit Geld nichts zu tun, das hat mit Material nichts zu tun, das hat einfach was mit so einem Erlebnis zu tun, wie eine Zeitreise halt, ja. Unbezahlbar. Das sind die Geschichten, die Schätze schreiben.